kannst auch, guck mal, du kannst Messung, du könntest darüber Ach Gesamtlänge nö. angeben. Ach Mensch. Warum machen die einen das so einfach? Das ist ja mega. 31. Nice. Macht er das rot? Vielleicht weil das ineinander ist. Weiß nicht. Soll ich mal einfach. Ach so, genau. Was, stopp, stopp, stopp. Guck mal, du hast Ja? bei Vorgang, hast du gerade ausschneiden. Ah, okay, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen ja verbinden. So. Und jetzt wollte ich halt irgendwie. Ja, das gleiche machen wie die ganze Zeit, ne? Wir machen uns eine Ebene. Wir zeichnen Ach den so, ja, Querschnitt. stimmt. Also ich glaube nicht. Wir können gerne mal probieren, ob man jetzt über. Machen wir oben erstellen. Würde mich mal interessieren. Genau, über Erhebung das machen kann. Aber der lässt sich gar nicht. Nee, der lässt sich nicht die Mantelfläche auswählen. Nee, genau. Geht ja nur Alle. von Fläche zu Ja. Fläche. Ja. Ja gut, okay, ja, wir konstruieren. Kriegen wir schon hin. Also konstruieren. So, ne? Die Fläche. Jo. Ja. Also du könntest es wahrscheinlich auch komplett jetzt wieder bemaßen. Weil du weißt ja, das sind 31. Ja, das könnte ich machen, aber Das das, ist. wenn sich was ändert, dann haben wir ja das Genau. Problem. Das Ja, ist ja ja, ja. das Blöde. Aber ich muss mir wahrscheinlich eine. Muss man wahrscheinlich irgendwie wieder eine Hilfslinie bauen, ne? Irgendwie Naja, von. oder die projizieren die Linien Ach von ja, dem. stimmt, projizieren war es. Ja, stimmt. Aber was habe ich jetzt projiziert? Hast du doch, da ist doch, du siehst diese lila Linie auf deiner Ebene, das sieht man super schlecht, weil die Die hier, knapp. ne? Ja, genau. Aber ich will ja eine von da nach da haben. Kann ich das? Das geht, glaube ich, nicht. Gute Frage. So, jetzt hast du die andere Seitenlinie. Ne, ich Oh, ach, glaube, da. die. Da, so, also, und jetzt. Ja. Ja, das geht natürlich auch. Kannst auch unten machen. Also bei den unteren Punkten. Das geht natürlich auch. Wir werden mal sehen, ob es geht. Mal schauen. Jetzt ist das ja quasi schon, jetzt ist das ja quasi dein Viereck. Naja, genau. Und jetzt muss ich es aber nur noch darauf. Aber du könntest wahrscheinlich auch ein neues Viereck zeichnen und einfach auf die Punkte der Projektion setzen, ne? Auf die Eckpunkte. Bleibt es dann noch da? Weiß nicht. Wunderschön. So, fertig, ne? Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Objekt.
Kann ich das nicht auswählen? Im Zweifelsfall mach nochmal, also mach mal, mach nur eine Seite. Genau, mach nur eine Seite auf das eine und dann die andere Seite auf das andere. Also schon wieder ausschneiden. Nee, verbinden. Vielleicht ging es deshalb nicht. Ah ja, genau. Dann probier nochmal jetzt so. Nee. Mag er nicht. Nee, das ist auf den inneren. Den äußeren will er gar nicht. Äußeren will er gerade gar nicht. Na, dann machen wir halt erstmal eine Seite. Probieren wir es nochmal aus. Eine Seite. Rödel, rödel, rödel. Ja. Na, das geht natürlich auch. Jetzt hast du mal bloß um die Fläche. Hm? Aber jetzt hast du gerade oben nur die Fläche. Naja, aber du musst es einzeln machen jetzt. Ja, du kannst auch unten die Fläche, glaube ich, auch gleich auswählen. Wenn du, nee, guck mal oben. So, nochmal zurück. Nee, guck mal oben bei Profile. Genau in dem Fenster. Nee, also, genau in dem Fenster. Da bei, nee, eins höher. Bei Profile, wenn du da auch gehst und da unten jetzt die andere Fläche auch noch mit auswählst. Geht nicht. Geht nicht. Dann mach dir eine große Fläche draus. Okay, dann musst du wahrscheinlich. Brech nochmal ab und dann. Wähle als erstes die beiden Flächen aus. Ja. Also. So? Ja, so. Mal gucken. Bin sehr gespannt, ja? Oh, es ist so schön. Wunderschön. Es ist so schön. Also, wie gesagt, es gibt garantiert zig Wege, wie man das machen könnte. Ja. Ich behaupte nicht immer den besten Weg oder einfachsten Weg zu haben. Aber es ist ein Weg. Und speichern, Benutzer gespeichert. Ja, nice. Ich finde, es ist schon. Das sieht auf jeden Fall besser aus, unsere Zeichnung, würde ich sagen. Okay, jetzt müssen wir halt nur noch diesen Schlitz hier durchmachen, ne? Ja. Weil der ist ja wahrscheinlich da, hier kommt irgendwie ein Schaft oder eine Stange durch und dann machst du hier eine Schraube durch und dann wird es so geklemmt oder so, ne? Ja, denke ich auch. Ah, so, okay. Das ist die Frage. Achso, nee, wir können ja eigentlich die Ebene benutzen, die Ebene benutzen, oder? Du könntest die Ebene benutzen oder du könntest jetzt hier auch einfach, eine machen. Genau, du musst gar nicht selber eine zeichnen, sondern du kannst auch einfach sagen, ich möchte auf der Fläche von dem Körper eine Skizze machen. Also hier. Genau. Kann man auch sagen. Nice. Ist ja mega. Okay, wir wissen, das Ding ist 5 mm breit, die Lücke. Mhm. Und wir wissen, sie ist mittig um das Zentrum. Ja, das heißt also, ich mache ein Rechteck mit Mittelpunkt, oder? Nee. Also, probier mal, zeichnen doch mal. Ach so, dann ist ja alles da in der Mitte. Ja, genau. Das, ja. Ist ja doof. Also du könntest machen, warte mal, probier noch mal ein Rechteck mit Mittelpunkt. Ja. Und dann geh mal auf die Mitte, aber klick nicht drauf. Also geh mal auf den Mittelpunkt. Ja. Und jetzt geh mal so nach rechts einfach mit dem, so der fängt halt den Mittelpunkt quasi, der würde dir schon automatisch eine Abhängigkeit da einbauen. Also wäre das nicht so die gute Idee. Mittelpunkt. Kannst du auch mal. Doch, das ist ja okay. Wir wollen ja, dass er zum Mittelpunkt. Achso, nee, aber warte, ich verstehe, was du meinst. Okay, warte. Nochmal hier, Rechteck, Mittelpunkt. Und dann eher hier so hin, ne? Ja, genau, irgendwie. Irgendwo da, dass es passt am Ende. So. Da sind 5. Ja, und der Rest ist mir eigentlich wurscht. Rest, ja. So. Rein theoretisch kann man das Alte auch so jetzt fertigstellen. Ja, das aber ist ja nur der Ausschnitt. Aber falls sich mal irgendeine Größe ändert, muss sich der Ausschnitt ja auch ändern, ne? Genau. Aber das ist jetzt ja. Ist halt schwer zu definieren.
Na, auf jeden Fall bis hierhin. Ja, aber du kriegst diese Linie nicht, glaube ich. Nicht so einfach. Also. Ja. Also du müsstest dir wieder die Kanten reinprojizieren, die linke und die rechte. Ja, genau. Und die rechte auch. Hat er gemacht. Ich sehe die Linie. Genau. Einmal wieder rechts auf OK bei dem kleinen Fenster. So, jetzt eine Konstruktionslinie. Eine Konstruktionslinie quasi durch die. Genau, ja. Und dann kannst du wieder sagen, kollinear. So. Und rein theoretisch könnte das Mitte ja bis. Machen. Ja. Nee. Das muss dann nicht kolinear, sondern das ist das zweite von links, das mit dem Punkt und den zwei. Ja, das da, ja. Koinzident. Okay. Ja. So. Was meckert da jetzt noch? Warum ist das nicht schwarz? Versuch's mal zu verschieben. Nö. Geht nicht. Naja, egal. Ja, hier kann ich es noch verschieben. Ach da. Hat er sich doch nicht im Mittelpunkt gelernt. War eine Reihe. Also muss ich das jetzt nochmal so machen? Nee, das ist Fehler. Er nicht. Sondern die sind kollinear. Nee, die sind wieder. Bei Punkten ist es, glaube ich, das ganz links. Horizontal, aber ich bin mir auch nicht sicher. Jetzt ja. Ist es wow, spitz. Sehr schön. Okay, so, dann haben wir die Skizze fertig, ne? Mhm. Toll, jetzt haben wir ja mehrere Flächen. So. Jetzt extruden. Können wir das nicht hier unten machen? Auch hier unten machen? Ja, klar. Und dann macht er dir schon automatisch ausschneiden. Ah, das erkennt er meistens schon dann sehr gut automatisch. Okay. Ist das krass. Bam! Wunderschön. Ja, das Geile ist ja jetzt, was ja immer noch schwer für mich zu begreifen ist, wenn man jetzt hier was in der Skizze ändert, müsste sich eigentlich alles automatisch anpassen, ne? Ja. Das finde ich ja so krass. Okay, aber dann schieben wir es nochmal rüber. Gucken wir uns das an. 1:1. Also bis auf natürlich die Sache. Ja. Die vergessen wir einfach mal. Die beachten wir mal jetzt nicht. Aber ansonsten ist das schon ziemlich geil. Guck mal, wir haben gar nicht so lange gebraucht. Wir haben nur 1,5 Stunden gebraucht. Für dieses kleine Teil. Sehr schick. Ja. Und das ist dann halt, der Rest ist halt Übungssache. Also. Ja. Na, was ja auch, glaube ich, dann ist. Wenn man selber misst, das können wir ja dann gleich nochmal machen bei diesem, also ich speichere mal lieber noch, bei diesem Teil für den Gameboy, den wir da machen wollen, das Abmessen und gucken, dass man Rundungen ordentlich misst, das ist zum Beispiel auch eine Sache, die, wo ich noch nicht so genau weiß, wie man das macht, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen erfahrungswert dann. Rundungen messen ist halt, es ist halt wirklich ätzend. Ich hatte da bei Stingiverse mal so ein kleines Tool gesehen, was man sich drucken konnte, was halt so ein paar gängige Rundungen drin hat. Man konnte es halt dranhalten und sehen, hey, das ist halt ein Durchmesser von 2 mm, ein Durchmesser von 3 mm. Ja. Da muss ich mal gucken, ob ich das wiederfinde. Ja, stimmt, das wäre schon cool. Aber vielleicht können wir das auch mal einen anderen Abend nochmal machen, weil ich glaube, ich würde mich demnächst verabschieden. Ja, gar kein Problem. Wir sind ja schon weit gekommen und das hat mir schon viel geholfen. Besonders die ganzen Sachen hier. Warte. Ja, also kann ich den jetzt in der Skizze bearbeiten?
unten in der Timeline. Da. Obwohl, nee, das. Eigentlich, wenn du doppelt draufklickst, müsstest du reinkommen. Ja, also die ganzen Abhängigkeiten und was man halt hat hier mit, das hatte ich ja vorher alles nicht. Ich habe ja, das war das bei der Grafikkarte, warum ich den wahrscheinlich dann nochmal neu anfange zu bauen. Habe ich ja alles nur mit diesen Skizzenbemaßungen gemacht und das hat alles hinten und vorne nicht gepasst. Besonders wenn es dann darum ging, komme ich wieder raus. Ja. Wenn es darum ging, jetzt hier irgendwie Höhen zu machen oder und das ist ja diese Projektionen und so, die sind, das ist schon ziemlich geil. Nee, vielen Dank. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, ja, sehr gerne. Und dann können wir ja gerne nochmal einen anderen Abend definitiv weitermachen und nochmal dann deinem Problem direkt widmen. Ja. Und dann da einfach nochmal dran arbeiten. Nee, das finde ich gut. Also nächste Woche Donnerstag würde ich diesen Controller schon mal bauen, also dass es funktional alles technisch funktioniert und danach können wir uns dann gerne dann, also in 2 Wochen? Irgendwie so. Ja, das wird doch passen. In 2 Wochen Donnerstag, da können wir das gerne konstruieren, dann nochmal die Abdeckung. Sehr gerne. Ja, dann danke ich dir. Ja, ich hoffe, es war nicht zu verwirrend. Nee, gar nicht. Also es ist schon viel, es ist schon komplex, aber und wahrscheinlich habe ich die Hälfte vergessen, wenn wir es nächstes Mal machen. Weil ich nicht weiß, wie oft ich noch dazu komme, das jetzt nochmal zu üben quasi. Aber nö, es ging. Ich glaube, das Teil ist eigentlich ein ganz gutes, also hat gute Herausforderungen. Es ist viel dabei, was man so machen kann. Und ja. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. mir auch. Ich bedanke mich, dass sehr du da schön. Die Geduld hast, mit mir das anzugehen. War doch sehr gut. Weißt du, wenn ich da manchmal mit Leuten irgendwo am Rechner gearbeitet habe, wo man dann sagt, jetzt klick da. Es war heute so entspannt zu sagen, hier, mach mal das. Das fand ich sehr, sehr gut. Danke. Na dann, möchte ich dich in deinen Feierabend entlassen. Grüß mir die Familie. Ja, bei dir auch, ne? Mach ich. Und dann, wir sehen uns bald. Bis bald. Tschüss. Ciao. So. Legen wir hier auf. Okay, aber irgendwo können wir hier nochmal weitermachen. Ich weiß nicht, was wir jetzt... Ich wüsste nämlich jetzt nicht so auf ad hoc, was ich jetzt nochmal konstruieren kann oder sollte. Weil jetzt das Grafikkartending nochmal anfassen, das ist einfach so komplex, da brauche ich dann wahrscheinlich trotzdem nochmal ein bisschen Hilfe. Und wie gesagt, den Gameboy. Also ich kann dir mal zeigen, was ich vorhabe. Das hatte ich nur noch mal kurz vor dem Stream mit Lukas noch mal bequatscht. Szenen. Basteln und Konsolen. So. Ich habe hier einen Gameboy. Das ist ein alter Gameboy. Transparent, sieht nicht so besonders schön aus. Und ich wollte eigentlich bei dem Gameboy, wollte ich einen Backlit-Mod machen. Ich wollte also, ne, hier hast du nochmal das Display und beim original Gameboy ist halt das Display nicht beleuchtet, dann halt keine Hintergrundbeleuchtung. Dafür gibt es einen Mod. Und um diesen Mod zu machen, muss man, Moment, habe ich auch noch rumliegen. Muss man beim Display hinten diese Folie ablösen. So, und das habe ich versucht, muss man schön vorsichtig mit Skalpell machen, ohne dass man sich schneidet. Und dann bin ich leider abgerutscht und habe dieses Flachbandkabel, was da dran ist, habe ich leider durchgeschnitten. Total bescheuert. Und damit war das also für mich gegessen. Und dann war die Sache, entweder hole ich mir so ein OLED-Display oder ich mache irgendwas anderes damit. Und ich habe mir gedacht, ich baue den Gameboy zu einem Controller um. Dass man also den Gameboy so in der Hand halten kann und hier schön mit dem Steuerkreuz und A und B und Select und Start das mit dem USB-Kabel an den Rechner anschließt und dann
halt einen Controller hat, mit dem man irgendwie zum Beispiel im Emulator oder so oder im Gameboy-Emulator mit einem Gameboy die Spiele spielen kann. Es gibt für einen Gameboy, also für einen funktionierenden Gameboy mit funktionierendem Display, gibt es mittlerweile eine Cartridge. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ich speichere nochmal. Oh nee, das brauche ich ja nicht speichern, das war ja alles okay. Naja, wir speichern nochmal. Das kann ich nochmal zeigen. Ich mache nochmal kurz Fusion zu. Das auch. Und zwar, nicht wundern, ich benutze privat nicht Edge. Das mache ich nur für den Stream, weil ich da nichts gespeichert habe. Game Boy. Boy Controller Cartridge. Muss ich natürlich richtig schreiben, aber. Ah, diese Bing-Suche, ey. Findet man auch nichts. Hier, das hier. Das ist ein ganz normal, also ein Cartridge für einen Gameboy, was den Gameboy zum Wireless-Controller macht. Braucht man natürlich noch einen Empfänger, aber im Prinzip ist es ja das Beste. Es ist ein Non-Intrusive, also wenn man einen funktionierenden Gameboy hat, kann man das hier einfach hinten reinstecken und dann mit dem entsprechenden Empfänger dann halt eben zum Beispiel auf dem PC das Ganze als Controller benutzen. Habe ich nicht, will ich nicht kaufen, ich will mit dem arbeiten, was ich habe. Und deshalb genau, will ich das hier zum Controller umbauen. Also was müssen wir machen? Wir müssen uns an die Kontakte löten. Also ne, klar, hier nicht direkt auf die Pads, die wollen wir ja weiterhin benutzen. Die kommen hier oben raus. Oder man nimmt sie halt hier ab. Dann löten wir uns ran. Dann kommt das Ganze in ein Arduino. Ein Arduino Mini oder Micro. Den werden wir wahrscheinlich hier hinten reinmachen. Und dann mit einem USB-Kabel, das dann entweder hier rauskommt oder ich weiß noch nicht. Ja. Ja, wahrscheinlich kommt es hier raus. Und dann mit einem USB-Kabel in den Rechner rein. Und es gibt eine Library, eine Arduino-Library, die das Ganze dann, genau, diesen ganzen Arduino dann zum Joystick oder zum Controller macht. Zum HID-Device sozusagen, zum Human Interface Device. Und ja. Und dann hat man dann einen Controller. So sieht das Ganze aus. Aber auch einem Arduino. Das ist so der Plan. Das wollte ich so nächste Woche machen. Da habe ich so schon Bock drauf.